Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute mal zuallererst ein kleiner Haul. Ich war letzte Woche unterwegs und habe einiges erledigt, was die letzten Tage oder auch Wochen liegen geblieben ist. Viele haben es ja mitbekommen, wir waren krank und konnten einfach nicht so, wie wir wollten. Und als ich dann das erste Mal wieder so richtig unterwegs war, bin ich beim Lidl rein, klar, weil wir auch wieder ein paar Lebensmittel für den Kühlschrank gebraucht haben und bin dann natürlich auch wieder an der Reduziertecke vorbei. Viele haben es ja schon gesehen bei Insta. Ich habe mir ein Kalligrafie-Set mitgenommen, das war um 30% runter reduziert, statt für 10 Euro für 7. Und ja, das durfte mit. Da möchte ich jetzt ein bisschen Kalligrafie einfach üben. Und ja, da ist auch ein richtig schöner Siegelwachsstempel mit drin. Und ja, auch das Motiv echt richtig toll mit einem Goldwachsstift. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch im Endeffekt die Aufmachung, wie es aufbewahrt ist, werde ich definitiv so weiterverwenden. Genau, das durfte beim Lidl mit. Und dann musste ich mit meiner Kleinen los. Denn sie hat letzte Woche eigentlich theoretisch gesehen mit Füllerschreiben angefangen. Das haben wir daheim gemacht. Wir haben daheim angefangen, den Füllerführerschein zu bearbeiten. Und da waren wir beim Müller drin. Und ich habe ja diesen kleinen Tick mit den Pilot Frictions mittlerweile. Und die finde ich ja so cool. Und die verteile ich auch irgendwo hin, überall hin. Ich hatte mir Patronen mitgenommen und dachte mir, den blauen benutze ich eigentlich auch megamäßig. Also gerade diesen dunkelblauen benutze ich megamäßig gern und auch oft. Und dann durften die halt auch noch, oder durfte der auch noch mit. Dann bin ich mal wieder hängen geblieben an, ja, Lippenpflegestiften. Die liebe ich ja auch, sei es von Labello, sei es von BB, sei es von egal was. Genau, dann sind wir weitergelaufen und haben noch mal kurz beim Teddy reingeguckt. Und da gab es dieses coole Washi-Tape mit Wochentagen und Daten für 1 Euro. Und dann habe ich mich in dieses Tape verguckt, weniger in das mit Glitter, das werde ich wahrscheinlich den Kindern hochgeben, aber die beiden hier mit dem Bärchen und den, ja, was sind das, Blätter, Ranken, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen Eukalyptus, Pandabär, ne? Oder nee, Pandabär war nicht Eukalyptus, nee, Koala war Eukalyptus, aber irgendwie, ja, ist ja egal, genau. Dann waren wir springen, dann waren wir am Wochenende noch unterwegs. Mein Mann und ich haben uns samstags eine Auszeit gegönnt, während unser Großer glücklicherweise auf seine Geschwister ein Auge hatte. Und war nochmal beim Teddy drin, weil ich noch einen Bilderrahmen für das Bild von meinem Opa wollte, den ich auch gefunden habe. Das hat mich riesig gefreut. Und da habe ich dann natürlich auch nochmal reingegriffen und habe noch ein bisschen Washi-Tape mitgenommen. Genau, und habe mich dann im Endeffekt davon selber, ja, so ein bisschen überzeugt und habe mir endlich mal den Rollschneider mitgenommen, um den ich jetzt schon seit fast, ja, weiß ich nicht, 1,5 Jahren rumschleiche, immer mal wieder. Genau, dann habe ich immer kleingruscht in meiner Handtasche. Und das ist mir irgendwohin ein Dorn im Auge und viele Sachen halt auch, die stabil verpackt werden sollten. Jetzt habe ich mir mal so eine Mini-Orga-Tasche mitgenommen für 2 Euro. Mal gucken, was die so taugt und was da so reingeht. Wir schauen mal. Genau. Dann auch diese Haken hier, die kann man irgendwie immer brauchen. Ich finde die super praktisch. Ich hätte sie zwar gerne in Weiß gehabt, aber die hatten sie leider nur in Silber da. Und dann habe ich in dem Teddy am Wochenende auch mal ein bisschen die Reduziertkisten durchgeguckt. Mit mäßigem Erfolg. Aber zumindest so eine Filzmatte habe ich gefunden.
Und da die Kinder echt gerne mit Filz basteln, war das schon ganz okay. Ja, ich muss mich mal hinsetzen. Ich muss mal den Stuhl hinschieben. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit stehe. Genau. Unter der Woche dann Sprung zurück auf den Donnerstag, als wir unterwegs waren, um den Füller für meine Kleine zu holen, sind wir auch noch zum Kick rein und haben da auch noch ein bisschen durchgeschmökert. Ich habe dann hier noch zwei Taucherbrillen gefunden, die wirklich auf 79 Cent runter reduziert waren. Also statt, wie viel hätten die gekostet? Steht da auch der deutsche Preis? Statt 1,99 haben die jetzt 79 Cent gekostet. Da dachte ich mir, macht man nichts kaputt. Kann man mal austesten, wie die sind. Und dann sind wir natürlich wieder an den Reduziertkisten auch beim Kick vorbeigelaufen. Und da meine Mädels einen Haarbandverschleiß ohne Ende haben, bekommen die natürlich auch immer so eine Haarbandsets zu sämtlichen Situationen in die Osterkörbchen, in den Nikolausstiefel, einfach echt überall rein, auch mal einfach so oben in den, in dieses Orga-Teil, was die für ihre Haargummis haben. Ja, ich denke mal, da werde ich ihnen in die Osterkörbchen dann einfach auch Haarbänder reinschmeißen, was soll's. Genau, dann steht bei uns noch eine Aktion an, und zwar mein Neffe hat in 2,5 Wochen Kommunion und dafür werden die Mädels gerade eingekleidet, auch bei Vinted extrem. Und dafür habe ich jetzt einfach mal hier so Feinstrumpfhosen in verschiedenen Farben mitgenommen. Damit ist das Outfit von meiner Kleinen zum Beispiel schon komplett. Also das ist vollständig. Und ja, weil ich mal wieder dort war und mich gefreut habe und die Erfahrung gemacht habe, dass die Dinger auch ein bisschen größer ausfallen. Ich habe am Anfang eigentlich immer S zu M geholt und habe dann gemerkt, das ist ein bisschen knapp. M zu L geht perfekt runtergesetzt von 3,99 auf 2,99. Macht man nichts kaputt. Das sind richtig coole Leggings. Die trage ich schon seit Jahren und das total gern. Also ich glaube, ich trage die jetzt schon locker seit 11 Jahren vom Kick. Ich kann daran nichts Negatives finden. Also durften sie mit. Genau. Und dann sind wir noch rumgelaufen und ich scharwenzel ja schon seit Monaten um diese Kätzchen rum. Eigentlich hätte ich am liebsten noch ein Kätzchen gehabt, was sich das Maul zuhält. Nur leider war dieses kleine Kätzchen nicht mehr zu finden. Also sind es halt nur die zwei geworden, wobei ich schmunzeln musste, weil es mich an diese Affen erinnert, die sich ja auch die Ohren, die Augen und das Maul zuhalten. Und das hat jetzt gekostet 1,99 so ein Kätzchen. Und von dem her, die sind so süß und so niedlich, also absolut okay. Genau. Ja. Das war jetzt so der kleine Shopping-Haul. Mehr ist da nicht zusammengekommen. Unglaublich, dass das einen Karton prall gefüllt hat. Ja, aber wie gesagt, jetzt gehe ich dann mal wieder ans Aufräumen und ans Verräumen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.